Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge No One Survived. Ich bin zurück und Folge Nummer 2. Wir sind nach wie vor mitten im Flow, haben allerdings bereits eine Eisenaxt. Wir haben bereits... Achso, warte mal, wir können mal die Waffe durchladen. Wir haben bereits eine Schusswaffe mit 17 Kugeln sogar. Hast du gerade 17? Ist das ein... So ein großes Magazin? Was? Sind das jetzt alle Kugeln, die wir reingeladen haben? 9 haben wir noch. Da haben wir auch viele Kugeln gehabt. Wir haben auch Pfeil und Bogen, aber ich glaube, mit der Waffe ziehen wir relativ viele Zombies an. Vielleicht, wenn wir sie brauchen, unbedingt können wir mit der Waffe umschießen. Sonst nehmen wir eher den Bogen, denke ich mal. Ich passe mal die Helligkeit wieder an, weil gerade die Sonne aufgeht. Da haben wir ja die Nacht, haben wir ja so gemacht. So, ich nehme mal hier runter. So. Müsste passen, glaube ich. Ah, das sieht ganz nett aus. Ich würde für euch immer ein bisschen anders gerendert, das Ganze. So, wenn wir jetzt allerdings nur die Straße entlang latschen... Ja gut, wir kommen da unten dann irgendwann an. Wir laufen mal nur die Straße entlang. Wir haben jetzt mittlerweile immerhin den Rucksack. Wie sieht es eigentlich aus mit Essen und so weiter? Proteine, Durst, ja, Hygiene, Kohlenhydrate, körperliche Stärke, Bio-Antikörper. Ja, wir können ein paar Steine auf dem Weg vielleicht einsammeln, damit wir noch ein paar Pfeile craften können. Können wir craften und gleichzeitig rennen? Ich glaube nicht. Wäre aber cool. Können wir Pfeile herstellen, während wir laufen, zum Beispiel. Wäre nicht das Verkehrteste. Wir sind ja auf einer Insel. Die andere Frage wäre, sind wir von Meer umgeben? Wahrscheinlich. Weil sonst könnte man natürlich einfach hergehen und da Wasser trinken. Wobei uns das den Durchfall eingebrockt hat. Also wir müssen irgendwie Wasser abkochen. Es gibt ein Kochsystem, allen drum und dran. Wie gesagt, es ist eigentlich ein vollwertiges Survival-Game. Wir sind barfuß übrigens unterwegs. Auch noch nicht ganz so gut. Aber wir hätten für die Winde schon mal eine Baumwollhose. Das will nichts. Und wir japsen ganz viel. Wieso habe ich jetzt zwei Steinäxte eigentlich? Seht ihr das? Ja, 5 und 6 habe ich. Ich habe zwei Steine. Vielleicht zwei. Man weiß es nicht, man weiß es nicht. Oh, wir haben zwei Steinex. Alter, wie schnell geht die Ausdauer runter? Okay. Aber wir skillen damit, oder? Konstitution, ja. Wir skillen immerhin. So, hier ist ein Augechen. Scharfschützengewehrschaft. Okay, im Moment, wir haben noch den Platz. Autobatterie, große Flasche Benzin. Aber wir werden halt immer voller. Bin mal gespannt, wann wir unser erstes Auto finden, was man da tatsächlich auch wieder flott kriegt. Das sind Autos, die nicht mit dem Gras vollhängen oder mit dem Laub vollhängen. Was bist du? Du bist Lehmklumpen oder sowas. Müsste Lehm, wird wahrscheinlich Lehm sein. Sieht zumindest aus wie Lehm. Frage ist, wie kriegen wir eigentlich so einen Durchfall oder sowas weg? Wahrscheinlich nur durch Tabletten. Dinge, die wir herausfinden werden, auf jeden Fall. Du bist leider auch wieder so ein Auto. Trucks können wir nur vorne durchsuchen. Eisenklumpen, Aluminiumklumpen. Gut, wann wir Aluminium schmelzen müssen, ist noch die Frage. Da liegt nochmal Lehm. Da müsste jetzt gleich nochmal so eine kleine Stadt kommen. Die Frage ist halt tatsächlich, wo lassen wir uns nieder? Ich meine, wir werden irgendwann sowieso hoffentlich ein Auto kriegen natürlich. Das heißt, ein bisschen fahren können wir ja. Benzin haben wir jetzt schon ein bisschen was gefunden. Das sollte nicht das Problem sein, glaube ich. Aber ich würde schon irgendwo vielleicht hier... Da wäre eigentlich ganz praktisch, weil es wäre so mittendrin von beiden. Und im Idealfall natürlich irgendeine Fläche, ich weiß nicht, wie Bäume respawnen oder Büsche respawnen. Im Idealfall tatsächlich irgendwo, wo wir eine relativ gerade Fläche haben. Den kann ich jetzt direkt besuchen, ohne die Haube aufzumachen, oder was? Eisenklumpen, auch nochmal Benzin. Aber ich glaube, wir müssten ein Auto eh erst reparieren. Lagerhallen. Ah, da werden aber wahrscheinlich Zombies sein, oder? Die Zombies halten recht viel aus. Also das ist, in anderen Games halten die durchaus viel, viel weniger aus wie hier.
Wir haben es mit unserem Pfeilen gesehen, wo wir nicht den Kopf getroffen haben. Ah, guck mal, gleich zwei. Kommen da beide? Wahrscheinlich. Stacheldraht, oder? Stacheldraht, fies. Stacheldraht? Sieht ungefähr so aus, auch wenn die Stacheln fehlen. Könnte einfach nur ein Anzeigefehler sein. Na, gucken mal. Ich hab's nicht eilig. Wie gesagt, wir können heute viele Folgen aufnehmen. Ach, guck mal, jetzt hat es sich ein bisschen abgesetzt. Oh, die ist aber schnell. Bin aber auch schnell. Irgendwas mit wiederherstellen. Sind das die zwei Pfeile? Habe ich die zwei Pfeile wieder bekommen? Wir hatten sieben. Wir kriegen keine Pfeile wieder? Oder muss ich die Pfeile einzeln erst aus ihr raus... Ach so, muss ich die Pfeile aus ihr rausziehen vielleicht? Steht wieder auf. Okay, es gibt tatsächlich eine Flugkurve. Aufsammeln. Ah, aufsammeln Steinpfeil. Aufsammeln Steinpfeil. Wiederherstellung fehlgeschlagen. Oh. Das ist schlecht. Verrotte Lebensmittel hat er dabei. Wow, das ist aber... Okay, da müssen wir mal gucken, wie wir es tatsächlich machen, weil wenn ich... Da bin ich ja nur Pfeile herstellen. Alter Verwalter. Oder können wir irgendwie die Chance erhöhen, dass wir Pfeile wieder kriegen? Steinpfeile. Vielleicht mit Schuss? Je weiter wir das hochskillen, desto besser? Na, ganz ehrlich, wenn wir... Das sehe ich schwarz. Also wir hauen alle Zombies in den Kopf mit... Wenn die tatsächlich mit dem Kopftreffer, die wir als tot sind. Okay. Ich muss einfach nur besser zielen. Jetzt haben wir wieder 9. Aber wir kriegen sogar 10 hin. Wir haben noch genug Stöcke und Steine hier. Okay, 10 Stück. Yes. Maximale Stapelgröße 9. Gut zu wissen. Sieht auch irgendwie so. Was ist der nächste? Oh, 3. Oh, jetzt müssen wir was los. Oh, die. Ja, die sind zumindest relativ dumm, was die Sichtlinie angeht. Die müssten wir auf jeden Fall gesehen haben eigentlich. Können wir was zu tun? Lagerräume. Wow, okay. Kohlenhydrate. Kohlenhydrate plus 20. Brot, konsumier. Achso, aber wieder Wasserminus, oder? Durst 5. Motivation plus 2, cool. Aber wir sind motiviert. Feuchten Wasser. Durst. Ah. Cool. Aber Lebensmittel müssten auch verrotten, oder? Frische, ja genau, frische. Minus 10. Trockenfleisch. Schweinefleisch. Tomate. Konsumieren. Komm, hauen wir erstmal alles rein, was geht. Also wir haben Lebensmittel gefunden. Elektronische Bauteile. Plastik. Okay. Lebensmittel und Elektro... Nährstofflösung. Zur Vergrößerung der Pflanze im... okay. Dünger. Dünger, Samen, Gurkensamen, Weizensamen. Okay, das merken wir uns einfach mal. Benzinkanister, Zement. Bin mal gespannt, was es alles für Items gibt. Wow, einfache Teile. Gummi, Zement, Plastik, Kabel, Motor. Werkzeugkiste sollten wir auf jeden Fall mal eine mitnehmen. Wäre jetzt nicht das Sinnfreiste, glaube ich. Ich bin dafür, wir werden uns eine Basis gleich mal... Wir werden jetzt erstmal eine Basis suchen gehen. Ganz ehrlich, wir sind jetzt auch bald voll. Mehr können wir da nicht mitnehmen. Das ist dann sinnvoll. Lehm. Ziegel. Baumwolle. Silbererz, Kupfer.
Aber ein Topf. Ja, wir haben schon keinen Platz mehr. Okay, die stecken leider nicht hoch. Plastik steckt auch nicht mehr. Den können wir noch mitnehmen. Gut, wir können natürlich ein bisschen Tetris spielen. Ein Kochtopf hätten wir schon mal. Die Frage ist, wie wir den benutzen. Okay, das hat aber keinen Sinn. Okay, hier haben wir Samen zum Anbauen. Anbauen. Ich habe mir vor, tatsächlich relativ viel jetzt von den Games schon mal anzuschauen. Es wird auch viel gepatcht. Es gab jetzt schon 5, 6 Patches mittlerweile auch. Seitdem es draus ist, noch eine Eisenachse. Dann nehmen wir natürlich die Eisenachse mit. Eisenerz, Silbererz, Ziegel. Also ich will mir so viel wie möglich anschauen natürlich. Die Frage ist, wie lange wir letztendlich Spaß haben werden, wie wir das Bausystem nutzen können und so weiter und so fort. Zement brauchen wir jetzt erstmal nicht. Aber ja, wir looten jetzt hier die Halle noch. Danach suchen wir uns erstmal unseren Bauplatz. Wir haben Tag 7 ist schon die Horde, die erste. Ach, okay, Kochtopf ist nicht so selten anscheinend. Wenn wir hier schon den zweiten finden, kann es nicht so krass sein. Schade. So, und wir durchsuchen mal schneller. Kann das schon sein? Kann das sein? Und stumpfe Waffen. Beeinflusst den entsprechenden Waffenschaden. Okay. Cool wäre eher, wenn wir unsere Pfeile dadurch irgendwie wiederkriegen würden. Das ist das, was mir Sorgen macht. Aber wir gehen gleich wieder raus hier. Das macht so nicht wirklich Sinn, glaube ich. Plastik, Zement. Weil wir können halt jetzt mit dem ganzen Loot eigentlich nichts anfangen gerade. Ein bisschen zu groß geraten, die Tür, oder? Von dem Teil. Ich habe ein bisschen Schiss, da drüber zu klettern, weil das ist ein Stacheldrahtzaun. Nein. Warum? Warum? Wollen wir es rausfinden? Nee. Das war ein Headshot. Okay. Wiederherstellen fehlgeschlagen. Okay, wir würden unsere Pfeile kriegen, aber wiederherstellen fehlgeschlagen. Ich krieg die nicht rausgezogen. Ach, sind das vielleicht, weil es die Steinpfeile sind? Wenn wir jetzt Eisenpfeile haben, Stahlpfeile, kriegen wir die dann besser wieder? Weil, ganz ehrlich, das ist ein bisschen. So gar keinen Pfeil wieder rausziehen zu können, ist schon scheiße. Okay. Das ist ein Stück. Das ist ein Riesenstück. Das ist ein Riesenstück. Ich würde Folgendes für euch tun. Ja, wir machen es folgendermaßen, sonst wird das ewig. Und ich muss das unnötig füllen. Ich mache hier einen kurzen Schnitt für euch. Ich laufe jetzt einmal. Wenn was Interessantes kommt, nehme ich euch in die Folge gleich wieder rein. Die Aufnahme läuft weiter, aber ich pausiere sie für euch kurz. Und dann sehen wir uns gleich wieder, wenn was Interessantes passiert. Beziehungsweise, wenn wir da vorne sind. So, die Aufnahme läuft weiter. Ich bin mit euch mal hier nach unten gelaufen. Also hier die Straße entlang gelaufen die ganze Zeit. Ich habe noch ein Auto gelootet. Ich habe jetzt mittlerweile ein neues Shirt an. Hier kann man es kurz sehen. Das habe ich aus dem Auto rausgezogen. Und ich habe nämlich, glaube ich, ein Auto gefunden, was wir wieder flott machen können. Denn das Ding hier raucht nämlich. Und ich glaube, das ist ein Auto, was wir wieder flott machen können. Bin mal gespannt. Guck mal hier, verwenden. Haltbarkeit 0. Links eine Reparatur. Was? Reparaturen, ein Auto-Reparaturset hinein. Okay. Wir haben kein Auto-Reparaturset, wir haben nur normal. Aber wir hätten eine große Flasche Benzin. Wollen wir die verbrauchen? Weiß ehrlich gesagt nicht. Die können wir ja Kraftstoff entnehmen. Aber wir können auch wieder entnehmen. Aber ja, wir können den reparieren, einsteigen und dann könnten wir das Auto nehmen. Also so sehen die Autos aus, die wir dann benutzen können. Nett. Folgender Plan. Wir laufen jetzt hier tatsächlich ohne zu looten durch. Im Idealfall, ich habe noch keinen Zombie gesehen. Das heißt, wir haben nicht gekämpft. Ich bin jetzt tatsächlich nur gelaufen. Offscreen für euch. Damit ihr euch das nicht die ganze Zeit antun müsst. Ich würde jetzt auch einfach nur hier durchlaufen wollen. Ohne, dass wir irgendwie großartig mit Kontakt mit einem Zombie haben im Idealfall. Denn wir haben die Taschen voll. Ganz ehrlich, ich kann jetzt nicht mehr looten. Das macht keinen Sinn, wenn wir jetzt hier looten, looten, looten. Da ist die Brücke. Ich werde jetzt über die Brücke noch laufen. Und werde dann hier, werden wir dann aufhören. Und da werde ich dann vielleicht bauen.
Da werden wir uns mal umschauen, wobei wir auch hier schon bauen können. Aber ich will eigentlich noch über die Brücke drüber. Denn wir haben jetzt hier diese Nebeninsel. Ich würde gerne auf der Hauptinsel bauen. Nicht auf, auf der Nebeninsel. Ich lasse schnell mal drin, nicht, dass sie mich doch irgendwie gleich angreifen. Wir haben keine Ausdauer mehr. Aber die Zombies... Du kannst relativ nah an denen, glaube ich, ran. Also, die sind jetzt nicht die hellsten. Das sind Zombies. Ja. Okay. Wir sehen uns gleich wieder auf der anderen... Ach mal. Das sehen wir schon. Wir sehen uns gleich wieder auf der anderen Seite. So, da bin ich wieder. Wir sind jetzt bei der Bahn. Ich habe euch jetzt mal wieder dazu geholt, denn wir sind bald da. Können wir hier rein? Oh, wir können hier rein. Wir können hier looten, oder? Ja, wir können hier looten. Wir müssen jetzt mal gucken, wo wir... Schulterleuchte schon wieder. Wir müssen mal gucken, wo wir uns hinbauen werden. Wir können jetzt hier natürlich Koffer durchsuchen, allen drum und dran. Ein paar Klamotten vielleicht noch. Wobei wir klamottenmäßig... Baseball-Cap, ja. Why not? Bin mal gespannt, ob das... Ah ja, mit den Haaren, das funktioniert sogar halbwegs. Normalerweise in manchen Spielen ist dann der Zopf hinten raus. Das sieht dann immer ein bisschen scheiße aus, aber so geht's eigentlich mit der Cappy. Ein T-Shirt? Nö, brauchen wir mir nicht. Relativ viel Zeug, was mir noch looten kann in dem Zug. Die Map ist riesig übrigens. Ich war jetzt schon eine Weile unterwegs, also ihr könnt froh sein, dass ich das geskippt habe. Ja, Lederschuhe. Besser wie keine. Denn wir waren jetzt schon eine ganze Weile unterwegs. Das hat locker 5 bis 10 Minuten habe ich mich rausgeschnitten, wo ich einfach nur blöd durch die Gegend gelaufen bin. Das heißt, das müsste was sein. Da ist ein Mülleimer. Winddichter Mantel. Verteidigung plus 22. Kälte plus 53. Kratzfestigkeit plus 20. Kältewiderstand plus 30. Boah. Das ist halt die Frage. War doch, er ist noch da. Er ist irgendwo unter dem Zug gebackt, glaube ich. Ein Mantel. Verteidigung, Kältewiderstand plus 5, Verteidigung plus 5. Aber die Frage ist, ob wir überhitzen. Kältewiderstand, Hitzbeständigkeit bis 39 Grad. Die Frage ist, ob wir schwitzen können. Weil klar, wir können jetzt hier so einen Mantel anziehen. Die Frage ist aber, ob wir irgendwie schwitzen. Ich würde mal die Hose, wir lassen mal die Baumwollhose hier. Wir nehmen mal das Hemd mit, dann haben wir noch ein bisschen Platz. Ich will jetzt eigentlich auch gar nicht alles durchsuchen hier. Wintermütze. Baseballjacke. Okay, wenn wir Klamotten brauchen für den Winter, gehen wir einfach hier in den Zug. Ganz ehrlich. Okay, wir gehen weiter. Bevor ich jetzt hier noch 10.000 Mal loote, wir haben keinen Platz mehr. Wir bauen jetzt eine Basis, dann können wir Truhen bauen und dann können wir fröhlich looten, looten, looten. Das ist ja das, wo es mir zumindest in einem Survival-Game darum geht, dass wir looten können, wie bekloppt. So, da in der Nähe würde ich eigentlich gerne bauen. Jetzt ist die Frage, bei Dörfern, Häusern und so weiter spawnen eigentlich die Zombies. Das heißt, hier irgendwie mittendrin zu bauen, ist eher sinnfrei, glaube ich, weil wir sonst von Zombies angegriffen werden, wenn wir bauen. Das heißt, wir bauen uns irgendwo in die Botanik. Die Frage ist, wo? Die Frage ist, was das hier ist, das weiß ich nicht. Das hier scheint so eine Art Fischerdorf zu sein, was ich von Weitem gesehen habe. Sieht zumindest so, oder so, Feriendorf, man weiß nicht. Ja, eher sind nämlich wieder Zombies. Das heißt, wir müssen uns hier irgendwo hinbauen. Im Idealfall irgendwas Flaches. Mitten auf die Straße. Klar, wir haben jetzt keine Autos, die hier durchfahren. Aber mitten auf die Straße möchte ich mir eigentlich nicht bauen. Also da in die Nähe bauen, weiß ich nicht. Speichervorgang Erfolge, das ist super. Da wäre viel Platz, aber... Hier auch schon gerade alles, aber... Das ist mir zu nah an den Zombies. Das ist mir zu nah an den Zombies. Hier ist die Mall, Polizei, allen drum und dran. Händler. Händler, Händler. Da wäre ein schönes Fleckchen, oder? Guck mal hier. Das ist doch super. Guck mal, mit Zugang sogar. Mit so einem kleinen Zugangsweg. Wegchen. Hier. Wir bauen uns hier hin. Guck mal, hier ist schön gerade, flach. Ich glaube, wir bauen uns hier hin. Ich würde sowieso so bauen wollen. Wir müssen ja die Dark-7-Horde überstehen. Das geht wohl mit Spitzen und so weiter, die man bauen kann. Also die laufen dann da rein. Klar, mit Schusswaffen auch, aber es gibt Verteidigungsmöglichkeiten. Hier, das hier. Angespitzte Holzfelder, die funktionieren wohl ganz gut. Bin ich mal gespannt. Lagerfeuer, Palisaden, Gerüste, Spuren, Böden.
Holzfundament, Holzboden, Steinfundament, 20 Steine, 6 Baumstämme. Ganz ehrlich, ich glaube, du findest die Steine besser wie die Holz, wie das Holzfundament. Anbringbar Fundament. Es scheint sehr robust zu sein und kann eine beträchtliche Menge an Gewicht aushalten. Ah. Hier kann auch eine beträchtliche Menge an Gewicht aushalten. Steinboden, Betonfundament. Gut, das kann man noch nie machen. Aber ist die Frage, ob wir Steinfundamente bauen? Für den Boden oder Holz? Oder eine Mischung. Ich würde eine Mischung fahren, glaube ich. Aus Stein und Holz. Die Frage ist, wie groß wir bauen. Und die Frage ist, ob das Holzzeug halt nachs. Okay, wir können ein bisschen hoch. Snap Rotation. Ach du Scheiße. Das seht ihr jetzt nicht, weil ich davor sitze. Aber der ganze Text hier neben mir. Abbrechen. Rangposition umschalten. What? Hier drehen. Klar. Links, rechts versetzen. STG. Ach du Scheiße. Okay, man kann. Oh, cool. Okay, wir haben sehr viel freie Baumöglichkeit. Hier ist halt an und für sich viel Platz, aber hier ist dann auch noch ein bisschen Bäume und alles. Deswegen. Vielleicht will man noch einen besseren Platz. Ich hätte gerne große, breite Fläche. Oder wir bauen am Strand irgendwo. Ich hätte gerne eine große Fläche, wo ich bauen kann. Hier ist halt. Auch noch ein bisschen Gestrüpp und alles. Ich weiß nicht, ob das durch die. Ich will das nicht, dass das durch die Basis ragt. Oder wird das dann automatisch platt gemacht vom Spiel? Kann auch sein. Können wir einfach mal testen. Wer macht das Spiel das automatisch platt? Dann bauen wir doch hier. Die Zombies werden schon nicht so nah kommen, oder? Vielleicht macht das Spiel automatisch dann das Zeug platt. Kann auch sein. Nach oben mit Shift. Ah. Guck mal hier. Machst du automatisch? Ah, guck mal hier. Busch, Busch weg. Busch, Busch weg. Oh, das ist geil. Okay, Bäume. Ja, kann sein, dass sie respawnen. Kann aber auch sein, dass nichts respawnt. Weiß es ehrlich gesagt nicht. Okay, dann brauchen wir eigentlich nur eine Fläche. Das ist nah hier, aber hier wäre am meisten Platz. Und eine Straße. Aber hier kommen Zombies rüber. Das Hügel, Hügel. Ich hätte gerne eine Garage, wo ich reinfahren kann, wo ich dann mein Auto ausladen kann. Bauplatz ist schwierig. Oder riskieren wir es. Ach komm, wir riskieren es. Wird schon kein Zombie kommen. Wenn ich zu nah an den Zombies dran bin, ist es halt so. Weil die doch, glaube ich, die bewegen sich recht frei, glaube ich, die Zombies. Die spawnen und bewegen sich dann relativ frei. Aber ich würde hier dann eigentlich gerne reinbauen und dann kann man hier Platz ohne Ende. Aber die sind auch relativ blind. Natürlich. Fangen wir hier an. Guck mal hier, das ganze Zeug verschwindet nämlich einfach. Das ist ganz cool. Okay. Wird einfach auch hochbauen. Wir bauen es so hoch, dann bauen wir unsere Treppe rein. Weil ich wollte eine Garage bauen. Wir lassen hier mal Platz für die Garage. Garage, Garage, Garage und bauen es hier hin. So. Hoch. Platzieren. Bingo. Ah, das. Okay, das Snap. Snap an. Okay. Das ist nice. Und die Maserung des Holzes ist in eine Richtung. Scum hat da ewig gebraucht, bis Scum das mal hingekriegt hat. Oh, wie geil ist das denn? So, 4 Stück. Dafür brauchen wir jetzt Baumstämme. So. Übrigens bauen. Normalerweise baue ich gerne offline. Weil ich das so nebenbei ein bisschen machen kann. Wir werden in diesem Let's Play komplett bauen. Also ich werde mit euch zusammen. Dann fall halt nicht um. Mir soll mal ein Förster zeigen, ob er das hinkriegt. Ich glaube nicht. Können wir. Oh. Können wir nicht. Okay. Okay.
Kann ich die wirklich hier hinplatzen? Ach, guck mal, die platziert er dann auch wirklich dahin, wenn ich die da hinstelle. Das ist ja geil. Ein Verband habe ich noch gefunden im Auto. Stimmt. Das habe ich euch noch vorenthalten. Wie viele? Wir haben ja jetzt ein relativ großes Haus. Dann kriege ich da mehrere Holzstämme rein. Oh ja. Wow. Oh, okay. Du gehst bauen relativ easy. Bin mal gespannt. Hier 5 Stück. Wir drehen mal wieder Tag, würde ich sagen. Bildschirmeinstellungen. Bildschirmhelligkeit anwenden. Ist das okay für euch? Ich glaube ja. Mir wird es nämlich auch irgendwann sonst zu hell. Stöcke können wir gleich mal mitnehmen. Wir werden da Pfeile rausbauen. Die... Können wir die Holzstümpfe wegbauen? Ja. Okay, wir können die kompletten Holzstümpfe wegbauen. Nehmen auch nochmal Holz raus. Man wird wohl von Bäumen erschlagen, denn es gibt, wenn man das Spiel startet, immer wieder so kleine Tipps, dass man, ja, aufpassen soll, wenn Bäume fallen. Das heißt, man wird wohl Schaden kriegen, wenn ein Baum fällt. Das ist natürlich nice to know. Na. Okay. Ich glaube, das Basisbauen, das geht relativ zügig. Ich hab's mir schlimmer vorgestellt, weil wir durch den Rucksack recht viel tragen können. Ich will jetzt ein Fundament bauen, dann bauen wir erstmal eine Kiste. Guck mal, hier waren schon wieder 4 Stück drin. So, wie können wir jetzt eine Kiste bauen? Bau eine Kiste. Einrichtung. Holzkiste. Ach cool, die snappt auch an. Boah, das ist cool. Aber man kann das auch entsnappen. Dann geht das auch so. Ach so. Blanke. Einfache Teile, Hammer. Blanke. Blanke? Dafür wird man einen Sägetisch oder sowas brauchen wahrscheinlich, oder? Bearbeitungstisch. Baumstamm und 3 Steine. Lernkosten. Lernvoraussetzungen nicht erfüllt. Okay. Okay. Steine Hammer. Okay. Gucken wir einfach mal. Steine liegen hier auf jeden Fall mehr als genug rum. Also auch Steinfundamente hätte man drüber nachdenken können. Aber wir fangen mal mit Holz an. Okay. Dann gucken wir noch mal. Verarbeitungstisch. Können wir jetzt hier noch rauszoomen? Ich glaube maximal. Blanke! Ah, guck mal hier. Verarbeitungstisch, blanke. Baumstamm, auch ein Lernkurs. Können wir das jetzt lernen? Cool. Blanke. Blank. Das ist geil gemacht, ehrlich gesagt. Recht einfach. Intuitiv, aber. Schön. Okay, wo haben wir den jetzt? Sind diese. Fundament, Böden. Belastbarkeit. Baumstamm, Stein, Werkzeugkasten. Hammer. Cool. Okay, dann brauchen wir aber ein weiteres Fundament. Ganz ehrlich, das Bausystem gefällt mir. Es ist jetzt sehr einfach, schlicht. Es sieht alles noch. Es fehlt Grafik, finde ich. In so ein. Mir fehlt irgendwie so Grafik und so weiter, fehlen mir einfach. Es sieht wie Kraut und Rüben aus. Das kann man viel, viel schöner gestalten, das Ganze. Ich bin aber sehr auf. Gut, die Unreal Engine 5 sieht halt schon nice aus, muss man sagen. Ich bin dann mal gespannt, wie es sich Winter und so weiter spielt, weil da ist halt dann geil mit Fußspuren im Schnee, allen drum und dran. Das hat dann schon was. Okay, wir haben jetzt zu viele Stöcke. Und wir haben 2 Baumstämme nochmal. Okay, wir bauen jetzt das 2. Fundament, dann bauen wir erstmal das andere Ding. So. Jetzt den Tisch. Wir haben es nicht so eilig. Den bauen wir hier hin. Dann brauchen wir dafür Baumstämme, Steine, hier Werkzeugkasten. Hammer und 3-mal Baumstämme. Die Ghost Steps sind ein bisschen arg nervig. Also ihr hört das wahrscheinlich auch. Man hört so Schritte neben sich und man hört Schritte verzögert, was natürlich mega bekloppt ist. Aber ja, es ist wie es ist. Wir leben jetzt erstmal damit. So, nehmen wir mal noch den damit. Schade, kann man nicht noch mitnehmen.
Und dann gucken wir mal, wie viel in so eine Kiste passt. Ich habe die Befürchtung, dass die Kisten wahrscheinlich relativ klein sein werden und wir recht viele Kisten bauen werden. Werden wir mal gucken müssen. Müssen wir mal gucken, wie das Ding hier funktioniert. Okay, abreißen. Nee, wollen wir nicht. Wir wollen damit interagieren. Pack mal deine ganzen Waffen weg. Danke. Verwende. Bauhammer. Ein Holzstock, zwei Steine. Okay, das können wir ja auch... Ach, wir können... Ah! Können wir... Ja! Okay, das ist cool. Jetzt müssen wir die nicht mehr einzeln craften, sondern können alle craften. Wir brauchen dafür Holzstöcke. Haben wir keine. Ah, muss man die hier rüberlegen? Was? Ja, guck mal einer an. Das ist cool. Kann man das auch irgendwie... Ja, okay, dann macht das automatisch. Und Steine. Cool. Nur mal zum Testen. Herstellen. Okay, das geht aber auch. Maschinenbau. Die Fertigkeitskomponente steigt. Jetzt müssen... Sind beide fertig? Geil. Okay, der macht das auch, wenn ich nicht da bin und nicht dran stehe. Okay, das ist cool. Das ist cool. Okay, wie kriege ich Planken? Durch Baumstämme. Hieß es, oder? Ist das nicht durch Baumstämme? Ne, gelernt. Herstellen und Verarbeitungsfisch. Achso, das... Noch ein Stämme, Baumstämme. Baumstämme. Die Frage ist, ob wir unsere Eisenachse wieder repariert kriegen. Aber ich hoffe doch. Aber wie cool. Wenn jetzt allerdings das Holz, also die Bäume hier nicht respawnen, aber sieht es ein bisschen kahl in unserer Umgebung aus. Timber! Ganz ehrlich, ist mir so lieber. Oh, es kommt sehr viele Holzstämme kommen dabei raus. Also ich glaube, wir können relativ viel bauen. Was mich freut, weil ich bin tatsächlich jemand, der baut recht gerne. Okay, jetzt gucken wir mal nach Planken. Das bedeutet, mit, reicht sogar ohne Shift. Nur Doppelklick. Okay, Planke. Niedriche. Aus Holz? Eisenbahn. Okay, ich wollte gerade sagen. Planke. Ein Baumstamm? Eine Planke? Produktionszeit 20. Nee, oder? Da kommen bitte mehr Planken raus wie eine. Ein Holzstamm? Nein. Wir werden es gleich sehen. Aber das wäre. Dann nehme ich alles wieder zurück, was ich gerade gesagt habe. Das wäre völlig Banane. Dann haben wir ein Problem. Wie viele Planken brauchen wir für die Kiste? 4? 10? Echt viele, glaube ich, waren das, oder? Was ist das? Wir haben hier. Seht ihr das hier links? Links in der Ecke. Was ist das? Oh, Durst. 5. Ah, 4. Gott sei Dank. Kann man das hier scrollen? Nee. Okay, 4 kommen da raus. Mach mir mal. Okay, reicht natürlich wegen einer nicht. Okay, wir bräuchten Wasser. Wir haben allerdings noch... Hatte ich nicht vorhin hier eingesammelt? Doch, hier. Kohlenhydrate plus 20. Motivation plus 20. Proteine, Kohlenhydrate. Körperliche Stärke erhöht. Wieso gibt das kein Wasser? Okay. Aber schön. Ah, hier, die nächsten 4. Oh! Bitte eingeben, Name. Okay. Okay, das erstmal, wir machen erstmal eine allgemeine Kiste. Die Holzplanken. Nee. Und das hier ist das, was ich am Körper tragen kann. Je weniger Gewichte wir haben, desto besser die Ausdauer vielleicht. Näse. Und das ist das, was wir im Rucksack haben. Okay. Wir müssen natürlich auch schlafen. Das heißt, wir brauchen so ein Bett. Ah, unser Ausdauer wird schon verringert, weil wir wahrscheinlich zu wenig Werte haben. Die gut sind. Okay, einen Baum würde ich noch fällen. Danach bauen wir uns ein Bett.
Dann gehen wir erstmal schlafen aus mit unseren Werte wieder ein bisschen nach oben klettern. Wir brauchen trinken. Ganz dringend. Oh, das Bausystem ist geil gemacht, muss man sagen. Für das, was das Spiel ist, sehr, sehr, also in einer sehr, sehr frühen Version, wo wir das Ganze jetzt spielen. Ich wollte einmal auch nicht zu spät sein. Beispielsweise Scum war schon ewig draußen, bis ich auf Scum endlich mal gestoßen bin. Da gab es auch richtig geile Rezessionen an Anfang dazu. Viele haben gefeiert das Spiel. Ich habe so ein bisschen belächelt Scum. Mittlerweile ist es mein absolutes Lieblings-Survival-Game. Ist auch unglaublich zu empfehlen. Seven Days to Die übrigens und Scum, wenn ihr Survival-Games liebt, holt euch die Spiele, wenn ihr das noch nicht habt. Das sind die besten, die ihr spielen könnt. Finde ich. Hallo? Okay. C. Warte. Ja, da müssen wir noch ein bisschen balancen, aber wir sind voll. Aber das sind richtig geile Games. Und Scum habe ich viel zu spät gespielt. Da traue ich heute noch nach, dass ich so spät mit Scum angefangen habe. Hier, eins fehlt noch. Ah, komm, den holen wir schnell. Die holen wir schnell noch. Wir bauen uns erstmal so eine ganz normale, praktische, quadratische Hütte. Wir variieren dann nach und nach so langsam. Aber wir müssen jetzt erstmal gucken. Ich glaube, das ist ein Erschöpfzeichen oder sowas. Schade ist, dass man das nicht sehen kann, was uns jetzt genau fehlt. Es könnte auch Durst. Oder es ist Durst. Vielleicht ist es Durst. Frage ist, wie wir es mit Wasser machen. Wir gucken uns dann gleich mal Lagerfeuer, glaube ich, an als nächstes. Okay. Wir brauchen ein Bett. Blanke Stoff haben wir nicht. Okay, dann wird es erstmal das hier. Die Strohmatte. Dann wird es erstmal die Stimme machen. Pflanzenfasern und Stöcke. Nee. Achso, ich hätte eins drin. Pflanzenfasern und Stöcke. Achso, Stöcke kann ich auch hier wieder rausnehmen, oder? Ah, okay, du musst da drin, also musst dran stehen tatsächlich. Kann man auch irgendwie... Irgendwie lange mit dem Bauhammer. F, alles hinzufügen. Danke. Das habe ich gesucht. So, wir schlafen mal auf jeden Fall 4 Stunden. Jetzt müssen unsere Werte zumindest wieder hochgehen. Aber Wasser geht runter, glaube ich. Ja, hier. Körperlicher Wert geht runter, geht hoch. Wasser ist schlecht. 9 Uhr. Und es ist Wasser. Bildschirm, Helligkeit. Geht besser, auf jeden Fall. Wir brauchen Wasser. Wir brauchen Wasser. Dann trinken wir das Bierchen. Hilft ja alles nichts. Konsumieren. Damit wir ein bisschen Wasser wieder kriegen. Ja, 33. Besser wie nicht. Okay. Feuer. Können wir Feuer auf Holz bauen oder ist das scheiße? Brennt an. Also. Kann uns die Bude abfackeln. Einrichtung. Ah, okay. Außenbereich ist Außenbereich. Das heißt, das kann ich nicht auf den Holzboden backen. Lagerfeuer. Holz und... Oh, doch, geht. Achso, weil wir nicht überdacht sind. Okay. Ich würde mal Testzwecke... Wir bauen das Ding einfach mal hier hin zum Test. So, Holzstock, Steine 6. 6 Steine. Kein Problem. Nimm mal den Kochtopf schon mal mit. Und dann brauchen wir schnell 6 Steine. 1, 2, 3... Na? 4, 5, 6, 7. Einer immer zur Sicherheit. So, 38 Minuten. Ich würde sagen, wir sehen uns allerdings in der nächsten Folge dann gleich wieder. Und dann gucken wir mal, wie wir Wasser herstellen können. Ich hoffe, irgendwie so. Oh, das sieht gut aus, oder? Achso, wir haben kein Gefäß, wo wir Wasser reinfüllen können. Oder haben wir leere Flaschen zurückbekommen? Nee, haben wir nicht. Wir bräuchten Wasserflaschen, damit wir nicht verdursten. Wir werden gleich looten gehen. Vielen Dank erstmal fürs Zusehen. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Ciao, ciao, macht es gut und dann auf der Suche nach Wasser.